Ja, hier unten rechts bei dem runden Ding die Wiedergabegeschwindigkeit schneller drehen. Ja, letztendlich sind wir ja jetzt schon wieder in der Vorbereitungsphase für die Wir 2020 Gespräche, also für die Verhandlungen und Reformgespräche und Reform Diskussionen mit dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020, die Bodo Schiffmann gegründet hatte und wo ich zwar nicht genau weiß, ob Frau Eva Rosen, hier übrigens, da ist das runde Ding irgendwo da unten, gell? Ob Eva Rosen sozusagen jetzt zu welcher der beiden Varianten Partei EU oder Partei DE sie nun letztendlich gehört, was aber auch egal ist, denn es geht ja nur darum, die Inhalte zu diskutieren und die gestrige Sendung geht ja ausführlich auf die Konzepte ein und wir freuen uns ja, dass bis jetzt sozusagen dieser entstehende Landesverband sozusagen mit uns so aktiv und interessiert diskutiert sagen und ich sagen aber einfach aus Grund der Ausgewogenheit, genauso wie wir ja alle uns wünschen, dass außer Drosten, Wieler und Lauterbach auch Bhakdi, Wodak Schiffmann und Köhnlein und Homburg und so weiter gehört und die Next Scientists for Future gehört würden. Genauso sollten wir es auch machen, dass wir durchaus auch andere Konzepte in die Diskussion aufnehmen sollten, damit es eine Vielfalt hat, eine alle Seiten beleuchtet werden, denn wir von den Next Scientists for Future, vom Weltrat, wir scheuen uns überhaupt nicht ganz klar mitzuteilen, sozusagen, warum wir die Konzepte der anderen sozusagen für suboptimal oder nicht ideal oder welche schwerwiegenden Fehler wir sogar in den anderen Konzepten sehen. Und das sozusagen, ja, das bieten wir ja an oder regen wir an, dass diese Vielfalt da ist. Deswegen habe ich mich ja auch gestern sehr mit den zwei Hauptkonzepten, die Frau Eva Rosen in einer Kellersendung sozusagen auf einem bestimmten Internetsender diskutiert hatte oder angerissen hatte, mal gründlich auseinandergesetzt, ja. Nochmal unser Slogan-Vorschlag an die Partei Wir 2020. Wir verbessern die Politik der Grünen, der SPD und der linken Teile von CDU und FDP. Keine Spur von der Linken, der Werteunion und der AfD. Punkt. Also das will ich gerade noch mal kurz wiederholen, aber nur ganz kurz in aller Kürze. Hier, wir müssen uns klar sein, dass wir in einem besonderen Staat leben. Also wenn hier Leute aus diesem Spektrum hier gute Ideen hätten, dann muss das in anderen Teilen der Welt, wo es ja keine Tabuisierung gibt, diskutiert werden. Deutschland hat nun mal die besondere historische Schuld und dort hat man sich halt entschieden, dass man auf alles draufschlägt, was auch nur mit jemandem spricht aus diesem Spektrum. Dieses Spektrum hier beginnt bei der Werteunion, mit denen darf man schon nicht sprechen, da es beginnt mit von Maaßen, also mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten. Und dann geht es weiter hier, ja, Max Otte könnte man da noch nennen, dann nähert sich sozusagen der AfD. Und die AfD sozusagen, mit der darf man schon gar nicht sprechen, weil man dann sofort nur noch beschossen wird, ja, und weil es eben aus Sicht des Mainstreams der Gesellschaft darum geht, während den Anfängen jedes nationalsozialistischen Wiederaufkeimens sozusagen.
Und dann haben wir hier die verfassungsfeindliche Rechte, verschwörungstheoretisch, wo dann auch hier die beiden sich quasi treffen, die verschwörungstheoretischen verfassungsfeindlichen Linken und Rechten, mit ihrem, auch mit der Tendenz hin zum Flachedler und Kreationisten oder zumindest verkappten Kreationisten bei sehr geringer Intelligenz. Und das, der Gegenpol zu den Flachedlern und Kreationisten ist eben die bodenständige, vernünftige, realistische, evolutionsbiologische, naturwissenschaftliche Linke sozusagen. Die ist der höchst entwickelte Punkt wissenschaftlich sozusagen von der Kompetenz her. Und dazu dürfen sich ja auch die Next Scientists for Future zählen sozusagen. Ja, so dass wir also in Deutschland leider, wie gesagt, also wenn hier eine gute Idee mal käme, müsste sie im Ausland hochkommen und wir können sie dann übernehmen. Und die Partei Wir 2020, der empfehlen wir dringend, ausschließlich zu reden hier mit diesem mit CDU-Leuten leicht rechts von der Mitte sozusagen der Partei, dann eben hier mit der evolutionsbiologischen bodenständigen Linken und dann mit der experimentellen Linken. Zu der, ja, was gehört da alles zu? Also hier haben wir übrigens zwischendurch noch die unrealistische evolutionsbiologische Rechte mit so Namen wie Sarrazin und Kutschera. Ja, und hier und dann hier reden sollte man dann eben auch noch mit der experimentellen Linken, die also viele interessante experimentelle Ideen so vorbringt, Bürgerräte, Bürgerparlamente, Volksentscheide und. Gemeinwohlökonomie, Postwachstumsökonomie und all so Sachen. Da kann man gerne diskutieren, weil das ist erlaubt in Deutschland. Und in dem Rest der Welt kann man über alles diskutieren, über das gesamte Spektrum, in Deutschland leider nicht. Das ist so, wird sich wohl auch nicht ändern. Und deswegen halten wir es einfach ein. Meine Empfehlung an die Partei Wir 2020, mit diesen Leuten hier dürfen wir reden. Wir dürfen sogar in Deutschland mit den verfassungsfeindlichen Linken diskutieren, kontrovers. Das ist erlaubt, aber hier ist eben Schluss, ne? Ja, da ist eben Schluss. Dann schaue ich mal hier weiter. Also, dann haben wir sozusagen, ja, noch einmal, die Next Scientists for Future können natürlich jederzeit neue Demokratiemodelle entwickeln. Was sie entwickelt haben, ist zum Beispiel die Vorwahlendemokratie und die Wohlfühlstimmendemokratie. Der oberste Schlüsselformel lautet: vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Wenn Sie da mit diesen Begriffen noch nichts anfangen können, dann haben Sie hier zum Beispiel auf dem Sender News und Talks in 5 Playlists circa 800 Sendungen, wo Sie das alles studieren können. Und ganz kurz vielleicht als Ultrakurzerläuterung. Zum Beispiel Sozialberufler und nehmen wir zum Beispiel hier die ersten Mitarbeiter von Arbeitsamt und Sozialbranchen, Sozialbürokratien, sozialberuflichen und Sozialzünften, die sich also um Menschen in Not kümmern in der Gesellschaft. Migrationsbetreuer, Asylantenbetreuer und, ja, sozusagen. Und da gibt es eben der ersten, die in der Wahrheit leben, die machen halt in unseren Rahmenbedingungen praktisch sind die vom Aussterben bedroht, weil notwendig durch das Naturgesetz von Mutation und Selektion es notwendig zu sich irrenden Sozial- und Arbeitsamtberuflern und so weiter kommen musste und muss jederzeit.
Und die irren sich und sagen zum Beispiel so Dinge wie, ach, Mindestlohn und Tariflöhne mit Gewerkschaften sind eine ganz tolle Sache. Ein hohes bedingungsloses Grundeinkommen ist eine ganz tolle Sache. Hohes Hartz IV ist eine ganz tolle Sache. Und dann kommen hier auch noch die NGOs dazu, die ganzen Umwelt- und Armenhilfe und karitativen Organisationen und all die anderen Sozialorganisationen, ja, und die dann sozusagen lauter Irrtümer in die Welt setzen, ja, und die dann auch für links halten, die aber gar nicht links sind, sondern die dann dazu führen, dass einerseits Mindestlöhne und Tariflöhne, also alle, die dieses Leistungsniveau nicht bringen können, einer Totalverwahrlosung und einem frühen Sterben, also eigentlich steckt in solchen Ideen ein verstecktes Euthanasieprogramm oder ein nicht bewusstes Euthanasieprogramm, denn diese Menschen verwahrlosen dann in der Betreuung von den Sozialberuflern und sterben sehr früh, ja, an Alkoholismus, Zigarettenkonsum, Esssucht, Drogensucht und ähnlichen Dingen und verwahrlosen dann zusammen mit einem großen bedingungslosen Grundeinkommen oder mit dem hohen Hartz IV, wodurch sie sich auch Drogen leisten können und Alkohol und Zigaretten und so weiter. Und verwahrlosen dann in der Konsumsucht, in allen möglichen Süchten, die Medikamentensucht kommt noch dazu, psychiatrische Medikamenten und dann Sucht danach und so weiter. Und das bedeutet also, und solche Irrtümer erweisen sich deswegen als vorteilbringende Irrtümer, weil jeder Sozialberufler und Arbeitsmitarbeiter, der solche Irrtümer im Kopf trägt, sozusagen belohnt wird durch ein Heer von Ausgegrenzten, von Vergessenen, sozusagen, ja, Ausgegrenzten der Gesellschaft, ja. Und deswegen, wir sagen, echte linke Politik, echte soziale Politik geht nur so. Nämlich, wie ich es jetzt mal vorlese, die Next Scientist for Future, und ich hoffe, dass die Partei Wir 2020 das übernimmt, steht für, natürlich geht das nie, nie absolut hundertprozentig, aber wir halten es für jederzeit realisierbar, dass wenn diese vorteilbringenden Irrtümer, die dann zu großen Erfolgen führen, weil diese Leute dann Karriere machen, weil die angesichts des Heeres der Ausgegrenzten und auf das Abstellgleis gestellten sozusagen, können natürlich ganz viele neue Sozialberufler und Arbeitsmitarbeiter eingestellt werden. Dann wird man Vorgesetzter derselben, kriegt höhere Gehälter, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorgesetzte der modernen Arbeitsamtmitarbeiter und Sozialberufler und so weiter, findet auch geistige Folger, das können also geistige Nachfahren und körperliche Nachfahren addieren sich zueinander und so breiten sich dann die vorteilbringenden Irrtümer in den Zünften aus und infizieren dann die Restwelt, sodass dann auch Träger solcher vorteilbringenden Irrtümer auch diejenigen durch auf dem Wege der Manipulation und der Gehirnwäsche durch solche Killerviren des Geistes auch der Rest der Weltbevölkerung wird, der dann quasi solche vorteilbringenden Irrtümer im Kopf hat, obwohl er selber dadurch nur Nachteile hat, weswegen man ja auch von parasitären Memen sprechen kann bei so etwas dann, ja. Und ja, jetzt dann zeige ich jetzt mal weiter hier. Also, wir stehen für. Ach so, mit dem Posit doch ganz kurz mit den positiven Anreizen. Man setzt jetzt also positive Anreize, wo gutes Tun also gezielt belohnt wird. Dadurch verschwinden dann und sterben die vorteilbringenden Irrtümer aus und sozusagen und die Situation kehrt sich um und nur Wahrheitsträger haben dann noch Erfolg und die Irrtümer sterben aus, Wahrheit siegt, Irrtum stirbt aus und wir kriegen eine
tausendmal glücklichere, gesündere und bessere Gesellschaft. Ja, und was, wie gesagt, die Next Scientist for Future, die also für echte, bodenständige, realistische, linke und soziale Politik stehen, die stehen für das Herstellen von, wie gesagt, nichts geht absolut perfekt, aber Arbeitsziel ist null Arbeitslosigkeit, null Obdachlosigkeit, null Verwahrlosen, also null Verwahrlosen lassen in der Arbeitslosigkeit, null Verwahrlosen lassen in der Obdachlosigkeit, in der Kriminalität, in der Krankheit, in den Süchten, im Übergewicht, in den Selbstmorden, in den Depressionen, null Betrug und Abzocke von Bürgern, null Betteln in der Gesellschaft, Containern, im Müll so Flaschen sammeln, auf Müllhalden leben. Also wir wollen eine echt soziale Gesellschaft, ja. Null Alkohol, Tabak, Drogen, Medikamente, null vorzeitiges Sterben und so weiter, ja. Und das ist echte soziale Politik. Also Mindestlohn und Tariflöhne und so weiter sind alles letztendlich nicht bewusste Euthanasie-Maßnahmen, denn die Opfer solcher Ausgrenzungsprozesse, um letztendlich Karrieremöglichkeiten für Sozialberufler, Arbeitsamtmitarbeiter, Migrationsbetreuer und Migrantenbetreuer und Asylbetreuer sozusagen zu schaffen, werden hier sozusagen Menschen der Totalverwahrlosung und dem frühen Tod überlassen, sozusagen quasi in einer Parallelgesellschaft der Ausgegrenzten, der sozial Schwachen, also einer ganzen Armee der sozial Schwachen, an denen die Sozialberufler ihre Karriere gestalten. Ja, und das ist diese vorteilbringenden Irrtümer dieser Zünfte müssen wir aussterben lassen und müssen dafür sorgen, dass wir niemanden mehr allein lassen, niemanden mehr verwahrlosen lassen. Und nur das ist echte soziale und echte linke Politik. Das bedeutet aber auch, dass man eben die Leute nicht durch Verwöhnung festhält in dieser Ausgegrenztheit, so nach dem Motto, oh Gott, wenn ich so viel aufgeben muss, wenn ich wieder anfange zu arbeiten, dann fällt mir das schwer. Während wenn die Verwöhnung nicht da ist, dann fällt es den Leuten leicht, wieder sich für die Arbeit zu entscheiden. Ja? So. Und wie gesagt, eigentlich können wir uns dafür äußern, dass wir dafür sind, in einer kleinen Region Deutschlands ein mini-bedingungsloses Grundeinkommen zu testen, in dem dort die Erwachsenen bis zu ihrem Tode ein bleibendes, kleines, mini-bedingungsloses Grundeinkommen bekommen mit einer Rechtsschutzversicherung dabei und so weiter, das ihnen ermöglicht, völlig angstfrei zu leben. Und dann gucken wir doch einfach mal, ob diese Region danach wirtschaftlich absteigt, also mit den Wirtschaftswunderdaten, oder ob sie wirtschaftlich prosperiert, weil diese Angstfreiheit tatsächlich positive Einflüsse auf auch die wirtschaftliche Kreativität dieses Bereiches hat, oder ob die Leute dann einfach sagen, ja, okay, auch wenn das bedingungslose Grundeinkommen noch so klein ist, ja, sozusagen, dann ist es doch so, dass wir letztendlich keine Lust haben zu arbeiten, denn wir brauchen ja jetzt nicht mehr zu arbeiten. Ich kann ja völlig angstfrei und mich gesund ernähren und gesund leben mit den Tipps der Next Scientists for Future, ohne einen Finger krumm zu machen, dann tue ich das auch. Ich spiele viel lieber am Computer, Computerspiele und ja, und wenn wir dann sehen, dass das diese Gesellschaft, diese Region ruiniert, dann sehen wir das ja. Ne? Dann vielleicht mal so zwischendurch noch mal eine ganz andere Nachricht. Alle Psychotherapeuten fordern wir auf, zum Therapieverfahren der Next Scientist for Future zu wechseln, zur VI-Abbautherapie, also nicht mehr VT, Verhaltenstherapie und Psychoanalyse und so weiter, sondern es gibt eigentlich nur noch ein Verfahren, mit dem sie wirklich dann in der neuen
nach der neuen Gesundheitsreform der Next Scientist for Future überhaupt noch Erfolg haben werden, ist die VI, also die vorteilbringenden vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, also VI-Abbautherapie. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, nämlich vorteilbringende Irrtümer bewusst zu machen, sie abzubauen, naturwissenschaftliche, evolutionsbiologische Realität hineinzubringen. Also nur mit der VI-Abbautherapie können Sie individuell den Menschen helfen, glücklicher und gesünder zu leben. Und das ist die eigene neue Psychotherapie-Technik der Next Scientists for Future vom Weltrat. Ja? So, dann gehen wir mal wieder auf unser schönes Tagesbild. Ja, Vorsichtsexperte, ja, also Professor Hacketal, Julius Hacketal hatte damals getitelt Vorsichtsarzt, das müssen wir ergänzen um Vorsicht oder erweitern auf Vorsichtsexperte, ja, hat dieser Experte im Kopf vorteilbringende Irrtümer, ja, entstammt er vielleicht sogar einer Zunft, die durch diese vorteilbringende Irrtümer selber Vorteile erzielt? Dann ist er umso gefährlicher, weil er umso tiefer diese vorteilbringenden Irrtümer glauben wird und an ihnen hängt. Es sind in der Partei auch viele Leute mit solchen eigenen berufsständischen vorteilbringenden Irrtümern, die also letztendlich der Gesellschaft schaden und die niemals zur Grundlage eines Parteiprogramms werden dürfen, weil sie eben sozusagen Partikularinteressen gegen die Gesellschaft darstellen. Oder haben Mitglieder der Partei auch diese vorteilbringenden Irrtümer im Kopf als Opfer, also indem sie die, also im Sinne einer Gehirnwäsche, einer Massenmanipulation, im Sinne von Killerviren des Geistes von den interessierten Gruppierungen übernommen haben, ja, sozusagen abgefärbt haben, sozusagen auf die Opfer sozusagen, denn vorteilbringende Irrtümer müssen ja immer auch den Opfern eingetrichtert werden, sonst lassen die sich ja nicht ausnutzen sozusagen. Ja, also sozusagen, und dann auch so, ja, haben Sie in der Partei auch sozusagen Sozialberufler mit dem vorteilbringenden Irrtum, dass Umverteilung gut sei, denn das führt zu einem Ruin der gesamten Volkswirtschaft und damit zu Massenarbeitslosigkeit und zu Massen von Sozialfällen, wo dann nur noch eine Berufsgruppe verdient, alle Sozialberufler, Arbeitsamtmitarbeiter, Migrations- und Asylantenbetreuer und. Ja, dann haben Sie plötzlich hier Massen von Sozialfällen, ja, sozusagen, und als Neukunden. Dann überlebt am Ende nur noch ein Stand, die Sozialsparte sozusagen. Und alles andere geht kaputt. Genauso wie wenn wir jetzt gerade eine pharmazeutische Impfindustrie und Testindustrie Sache haben, da überlebt dann auch nur noch diese Sparte. Es ist ja sogar so, dass sogar die reine Medizinsparte im Moment leidet unter diesem Siegeszug der Pharma-Impf- und Testsparte sozusagen. Es ist immer so, dass jede Sparte für sich kämpft und am Ende sozusagen ohne böse Absicht auf eine Gesellschaft hinausläuft, in der alles andere zerstört ist, nur noch die eigene Sparte überlebt. Entweder die Sozialsparte oder die Pharma-, Impf- und Testsparte als einzige übrig bleibt, als Gewinner des Ganzen, so Winner takes it all, der Gewinner nimmt alles sozusagen, oder eben die Medizinindustrie als einzige Sparte übrig bleibt und so. Und das müssen wir natürlich, wenn wir sinnvolle Reformen machen, grundsätzlich verhindern. Ja? Also jede Zunft, jede Sparte nagt grundsätzlich an der Gesellschaft und stört sich nicht, wenn die ganze Gesellschaft zusammenbricht, solange die eigene Sparte, die eigene Zunft, der als großer Sieger hervorgeht, wobei ja dann die Sozialsparte irgendwann auch pleite geht und alle auch arbeitslos werden am Ende. Aber das ist natürlich am Anfang egal. Am Ende wird auch diese Sparte völlig pleite gehen, weil ja dann das Land so bettelarm wird, dass es sich überhaupt keine Sozialsparte mehr wird leisten können. Ja, ja.
Das ist dann, dann gibt es dann eben Hunger, wie in der, in den Ländern der Dritten Welt, wo die Leute dann einfach offen verhungern. Ne? Ja. Du, dann haben wir auch das erledigt. Dann sozusagen. Ja, wie wäre es, also erst jetzt noch einmal die grundsätzlichen Dinge. Diese Seite werde ich auch aufheben. Warten Sie, werde ich, soll ich das mit der Psychotherapie, das kann ich ja schon mal wegschmeißen, diese Seite. Moment. Ja, also das hiermit haben wir also nochmal die Öffentlichkeit informiert über unsere neue Psychotherapie-Technik. So, dann haben wir hier, ja. So, noch einmal. Also, ich war dabei gewesen zu sagen, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Also VIs aussterben lassen durch PAs. Jemand, der das nicht versteht, sollte niemals Politik machen. Er sollte seine Finger schleunigst von der Politik machen, lassen, weil er eben von seinem Bildungsniveau und seinem sozusagen von seinem Intelligenzniveau eher nicht hierhin gehört, sondern hier irgendwo liegt. Und das führt dann zur kaputt. Zum Kaputtregieren eines Landes. Ne? Also nur wer in der Lage ist zu verstehen, vorteilbringende Irrtümer überall aussterben lassen durch positive Anreize, nur der kann ein Land effektiv regieren und ich hoffe, dass das die Partei Wir 2020 mit den externen Beratern, Next Scientist for Future und vielleicht den externen Beratern, Gemeinwohlökonomie und so weiter, also dieser, also die Partei sollte sich externe Berater hier aus diesem ganzen Bereich hier suchen und mit diesen hier allen grundsätzlich nicht reden, weil sie sonst abgeurteilt wird von der gesamten Öffentlichkeit und sie nur noch auf sie eingeprügelt werden würde. Und davor kann ich nur warnen. Ja, das ist dann, da ist man dann am Ende, da ist man als Partei dann am Ende, bevor man begonnen hat. Ne? So, und jetzt haben wir also oben dieses VIs aussterben lassen durch PAs und dann haben wir links unter VIs Suchfragen. Wer profitiert von einer Idee? Fragezeichen. Ist die Idee ein Irrtum? Fragezeichen. Für wen ist die Idee ein vorteilbringender Irrtum? Also sowas wie cui bono, ich glaube, das heißt sowas Ähnliches. Wem nützt es? Ja, also ich habe zwar großes Latinum, aber ich bin jetzt nicht absolut sicher, ob da die alle Fälle richtig eingehalten werden. Cui, wessen, bono. Bonum, cui bonum? Nein, also ich weiß nicht, ob das lateinisch Bestand hat, aber ich glaube, es ist so eine Redewendung, cui bono, wem nützt das? Ja, also für wen ist die Idee eventuell ein vorteilbringender Irrtum? Für wen ist es eher eine, ein parasitäres Meme? Wer wird dadurch geschädigt? Ist diese Idee vielleicht ein vorteilbringender Irrtum von Sozialberuflern, von Arbeitsamtmitarbeitern, von Migrations- und Migranten- und Asylantenbetreuern, die alle profitieren, wenn es Massen, also Massen von verwahrlosten Menschen gibt, ja, zum Beispiel, so könnte man die Frage stellen, ja. Und dann rechts unter positive Anreize, PAs, steht also dann Gutes tun, gezielt belohnen, statt nur zu erhoffen oder gar moralisierend zu fordern. Also unsere Gesellschaft besteht bis jetzt daraus, dass wir im Bildungssystem und überall eigentlich nur hoffen, dass die Lehrer was Gutes mit den Kindern tun, aber es weder messen noch
gezielt belohnen. Wir erhoffen einfach nur sozusagen, dass die Lehrer kein Schindluder mit unseren Kindern betreiben, aber wir kontrollieren sie weder, noch messen wir das, noch messen wir den positiven Erfolg. Wir machen gar nichts. Wir lassen im Prinzip da alles zu. Wir lassen auch zu, dass Lehrer Kinder terrorisieren dürfen. Ne? Ich habe es selbst erlebt, ja. In meiner eigenen Schulzeit. Nicht am eigenen Leibe, aber anhand meiner Mitschüler. Ja. Oder wir fordern immer moralisch, dass alle Gutes tun sollen, bestrafen sie aber finanziell dann dafür, durch große finanzielle Verluste. Und das nützt also nichts. Also müssen wir endlich aus naturwissenschaftlicher Sicht die Gesellschaft so gestalten, dass wir Gutes tun, gezielt belohnen, statt nur zu erhoffen. Ne? Ja, und wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, dass also wir sehr viele pseudolinke Konzepte in der Gesellschaft haben, die eigentlich viele versteckte, wohl nicht bewusste Euthanasie-Aspekte drin haben, weil sie sozusagen zur Totalverwahrlosung sozusagen ja letztendlich der Opfer der Sozialzünfte und Sozialsparte führen sozusagen und die dann auch sehr früh sterben. Und das ist ja das Wesen der Euthanasie, dass man die Leute einem vorzeitigen Sterben zuführt. Schluckwasser. Ja, zum Beispiel eben, ich habe es ja schon genannt, Mindestlöhne, Tariflöhne, Gewerkschaften generell, großes bedingungsloses Grundeinkommen, großes Hartz IV, statt also Professor Hans-Werner Sinn, der berühmteste oder prominenteste Volkswirt Deutschlands, hat ja eben eher gesagt, wir müssen ein Mindesteinkommen garantieren. Das machen die Next Scientists for Future, aber doch bitte keinen Mindestlohn. Und an die Tariflöhne hat er sich nicht rangetraut, da hat er wohl zu viel Angst zu. Also wenn ich gegen Mindestlöhne bin, dann muss ich natürlich auch gegen Tariflöhne sein. Wir haben ja gerade wieder so ein gewerkschaftliches Theater, was das für volkswirtschaftliche Verluste und Totalkosten sind. Ja, also Abschaffung der Gewerkschaften, der Arbeitslosigkeitsversicherung, der Mindestlöhne, der Tariflöhne und so weiter, würde uns riesigen volkswirtschaftlichen Sprung nach vorne bringen, weil das ganze Heer der Verwahrlosten und der in der Arbeitslosigkeit der Verwahrlosung Überlassenen dann arbeiten kann. Dann können auch alle, die bisher in der Sozialsparte tätig werden, auch wieder richtig arbeiten und nützlich arbeiten und und ein großes, gewaltiges Wirtschaftswunder erzeugen von bis zu 500 Milliarden Euro jährlich. Darauf hoffen wir ja sozusagen. Ne? Zum Beispiel solche Verwöhnungsaspekte, dass man also einerseits die Leute verwöhnt mit Tafeln, mit der Duldung von Flaschensammeln, von Müllwühlen, von Betteln, von Containern, also Wühlen in Großmülltonnen und so weiter. Wir hatten hier so einen Müllplünderer schon mehrfach hier im Hinterhof, die hinterlassen eine Riesensauerei. Letztens habe ich so einen Mülleimer, so einen städtischen gesehen, der von Müllplünderern geplündert wurde und die ganze Sauerei liegt auf der ganzen Straße verteilt. Wir verwöhnen dadurch sozusagen alle die wir der Verwaltung totalen Verwahrlosung überlassen sozusagen durch unsere Sozialsparten. Die halten wir durch Verwöhnung fest, durch großes bedingungsloses Grundeinkommen, ein viel zu hohes Hartz IV und so weiter. Wie gesagt, ich kann mich von 30 Euro im Monat, von einem Euro am Tag, kann ich mich kerngesund ernähren und mehr brauche ich nicht. Dann kann man noch großzügig sein und den Strom bezahlen und alles, Internet, Fernsehen und Festnetzanschluss kostet 30 Euro im Monat. Da ist man dann so auf, mit 110 Euro wäre da so wahrscheinlich das kleinste
Dann kommt natürlich noch dazu Krankenversicherung, Wohnung wird bezahlt, Recht auf Wohnung, Pflicht auf Wohnung, Pflicht zur Wohnung, Recht auf Wohnung, Pflicht zur Wohnung. Wir wollen also eben statt die Leute in der Verwahrlosung zu verwöhnen, wollen wir sie aus der Verwahrlosung rausholen in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist echte soziale Politik, echte linke Politik. Während so die Leute festhalten in der Verwahrlosung mit Kleiderkammern, mit Tafeln, mit Betteln, mit Sozialkaufhäusern, mit Obdachloseneinrichtungen, mit Migrations- und Asylregelungen und so weiter, sozusagen mit Seebrücke, mit NGOs, mit karitativen Projekten, mit Hungerhilfe und ähnlichen Dingen, ja. Das bedeutet letztendlich nur, dass eben, das sind alles vorteilbringende Irrtümer der Sozialzünfte, der Sozialsparte der Gesellschaft, mit der die sozusagen sich eine Riesenarmee, Reservearmee von verwahrlosten Menschen hält und daran Karrieren macht und sich daran bereichert sozusagen. Und deswegen müssen wir diese vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, sodass also jeder aus der Sozialsparte nur noch belohnt wird, wenn die Menschen in Arbeit kommen, in ein geregeltes, in Wohnung kommen, in geregeltes Leben, in ganz normales Leben. Und all diese Sonderwelt für die sozial Schwachen verschwindet, spurlos verschwindet, alles verboten wird, was diese Verwöhnungsaspekte alle abgebaut werden, festhalten durch Verwöhnung und festhalten durch Nichthelfen beendet wird. Und dann eben sich die gesamte Sozialzunft, die gesamten Sozialsparten sich total gesund schrumpfen und die ganzen Leute, die dort bisher gearbeitet haben, in der Wirtschaft wieder das Wirtschaftswunder erzeugen, ja, und dort mithelfen. Ja, und dann ist ein wichtiger Punkt dabei, ja, also zum Beispiel noch so ein Punkt dabei, Arbeitslosenversicherung versus, wer nicht sofort einen neuen Job hat oder bekommt, wird beim Arbeitsamt angestellt. Also wir können wirklich auf null Arbeitslosigkeit kommen. Also ich will das nochmal verdeutlichen. Also unser Ziel ist ja wirklich null Ausgegrenzte, null Menschen auf dem Abstellgleis. Ja? Man vermutet ja auch manchmal, dass diese Menschen auf dem Abstellkreis ja auch das Reservoir sind für die Rechtsradikalen, für die Neonazis und für die AfD, ja. Also deswegen. Unser Motto war ja auch schon, wenn wir uns engagiert hätten beim Klimaschutz, was ja die Fridays for Future offensichtlich nicht wollten, ja, weil wir ihnen zu links waren oder was weiß ich warum, ja, wer nicht sofort sozusagen einen neuen Job hat, hatten wir damals gesagt, zum Beispiel aus der Kohleindustrie, der wird sofort beim Arbeitsamt angestellt und hilft den anderen arbeitslos gewordenen in den neuen Job hinein. Also das heißt, wir können eigentlich immer grundsätzlich null Arbeitslose realisieren, weil wir jeden, der noch nicht ehrenamtlich oder bezahlt einen Job hat, sofort beim Arbeitsamt mit anstellen können, denn offensichtlich gibt es noch nicht genügend Mitarbeiter beim Arbeitsamt, die dafür sorgen, dass es nur noch Menschen in Arbeit gibt. Ja? Und also niemand, auch auch ein Schwerstbehinderter, arbeitet vielleicht irgendwo eine Stunde am Tag und ist ein nützliches Mitglied in der Gesellschaft, wenn er möchte, wenn er sich nicht, also wer sich natürlich mit Gewalt weigert, dem kann man dann nicht helfen, aber vielleicht empfindet es der Schwerstbehinderte mit seiner eine Stunde, wo er an der Gesellschaft mithilft, als nützliches, wertvolles Mitglied der Gesellschaft und ist stolz darauf und es geht ihm psychisch besser, er hat weniger Depressionen und, und. Ja,
Was bringt es, wenn die Leute versuchen, die Behinderten in Hochleistungssport sich irgendwie etwas zu bringen? Lassen wir sie doch in der Gesellschaft nützlich mitarbeiten. Und das ist doch sozial. Das ist doch echte linke Politik. Keine Ausgrenzung. Jeder packt mit an. Und wenn es nur ein Stündchen ist am Tag, mit einer Hand, mit drei Fingern, irgendwas geholfen. Ne? Dann ist diese Person stolz darauf, dass sie ein nützliches Mitglied der Gesellschaft ist, auch wenn sie vielleicht insgesamt mehr Kosten verursacht, als sie einbringt. Aber sie tut, was sie kann. Ja? Jeder, und wenn jeder tut, was er kann, ist doch okay. Ja? Sozusagen. Also deswegen null Arbeitslose ist realisierbar. Indem jeder, der dann noch keinen Job hat, einen bezahlten Job beim Arbeitsamt bekommt. Punkt. Fertig. Ja? Null-Arbeitslosigkeit-Konzept ist also unser Konzept. Ja. Also noch einmal, gerade die vorteilbringenden Irrtümer aller Sozialsparten erzeugen Massenelend. Ja? Und das ist eben dann ein Vorteil für alle Sozialberufler, weil die dann Karriere machen in der Verwaltung dieses Massenelendes. Anstatt dieses Massenelend zu beheben, verwalten die dieses dann nur noch aufgrund ihrer vorteilbringenden Irrtümer, aufgrund derer sie immer das Falsche tun. Ja, also vorteilbringende Irrtümer führen dazu, dass man den Leuten in Wirklichkeit nicht hilft, sondern sie eher festhält in dem Massenelend. Ja, und sein Ziel nur noch darin sieht, die Leute einerseits den Leuten nicht zu helfen, und andererseits die Leute durch eine Verwöhnung, durch eine eigene Parallelgesellschaft für Ausgegrenzte sozusagen letztendlich die Leute darin festzuhalten. Ich denke zum Beispiel, fällt mir gerade ein, dass es von der Partei Die Linken, dass ich gehört hatte, dass es da irgend sowas geben solle wie Hartz-IV-Treffs oder so, von der Partei Die Linken organisiert, dass es auch wieder, anstatt die Leute in Arbeit zu bringen, geht es wieder darum, dass irgendwelche Leute aufgrund vorteilbringender Irrtümer die Leute verwöhnen und betreuen in der Ausgegrenztheit, auf dem Abstellkreis betreuen, anstatt sie in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen. Und wie gesagt, noch einmal ganz klar, Null-Arbeitslosigkeitskonzept heißt es bei uns, dass wir kommen auf null Arbeitslose mit unseren Reformen, weil letztendlich jemand, der in keiner ehrenamtlichen Institution genommen wird, der wird dann direkt beim Arbeitsamt angestellt und wird überall dort eingesetzt, wo er sich nützlich machen kann. Ne? Ja. Dann nochmal zu dem heißen Eisen der Bevölkerungspolitik. Wie schafft man Überbevölkerung aus der Welt sozusagen? Und dann noch einmal ganz klar, ich habe gestern ganz vieles dazu gesagt, nur noch ein Beispiel, was mir eingefallen ist, aus meiner naturwissenschaftlichen Grundausbildung, aus der evolutionsbiologischen Grundausbildung, soziobiologischen, psychobiologischen Grundausbildung und so weiter, die einzige solide Grundausbildung ist, ohne die man keine Politik machen darf und sollte. Ne? Also, die Schweine zum Beispiel wurden immer wieder geschildert, dass die genau nach dem Motto der Emanzipationsbewegung leben. Also früher, das Motto hieß ja, mein Bauch gehört mir als Frau. Ja? Und wir haben das ja nur erweitert, also dass wir sagen, weil wir die Frauen nicht zwingen wollen zu Chemikalien, gefährlichen Verhütungschemikalien und zu gefährlichen Abtreibungen, sondern es gibt Hinweise dafür, dass es sogar gesund ist für Frauen, wenn sie ab und zu ein Kind in die Welt setzen, auch wenn sie es dann nicht annehmen, sondern das Kind dann wieder stirbt. Aber sozusagen, und Schweine
machen ihre Überbevölkerungspolitik und ihre Bevölkerungspolitik ganz natürlich und realistisch, ja. Und da gibt es wohl noch viele andere Tiere, die das genauso machen. Ich kenne es nur von dem Beispiel der Schweine jetzt direkt, ne? Da heißt das Gesetz eben so, wie wir es empfehlen, das Naturgesetz, mein Bauch, meine Neugeborenen, mein Neugeborenes gehört mir. Ja, und wenn dann so eine Schweinemutter sieht, dass irgendwas mit diesem Wurf nicht stimmt, der zum Beispiel zu klein geraten ist, weil sie viel mehr Zitzen hat, um viel mehr Schweinchen zu füttern mit ihrer Milch sozusagen, dann frisst sie sie, dann hat sie das genetische Programm, sie einfach aufzufressen, was natürlich ein bisschen brutal ist. Das wollen wir natürlich nicht kopieren, ja, das so, wir haben ja die Mittel sozusagen, ja, aber sie frisst sie auf, um keine Ressourcen zu verschleudern. Sie macht quasi Cradle to Cradle und frisst sie auf, keine Energie vergeudet, also nicht übermäßig viel Energie vergeudet, frisst sie und bekommt dann, wenn sie dann zum Beispiel, wenn der nächste Wurf, wenn mit dem alles in Ordnung ist, dann zieht sie die liebevoll groß und sozusagen, ja. Und wenn dieser Wurf dann groß genug ist und auch sonst alles in Ordnung ist, ja. Das heißt also, wir müssen den Müttern, die das Naturgesetz, die naturgesetzliche Erlaubnis geben, mein Bauch und meine Neugeborenen gehören immer mir und ich entscheide, ob ich sie der Medizinindustrie übergebe zum Einmassieren eines Drogen, Medikamentes, in dem das Kind, das Neugeborene, einen Glücksrausch erlebt und gar nicht merkt, dass es dann sozusagen dahinscheidet, sozusagen. Ja? Und so kriegen wir weltweit die gesamte Überbevölkerung in den Griff. Wir müssen eben dazu übergehen, dass wir grundsätzlich, auch im Sozialsystem, das würde bedeuten, null Mini-bedingungsloses Grundeinkommen, null Hartz IV für Neugeborene. Ja? Das heißt also, das müssen die Mütter dann sehen, wie sie das Kind ernähren. Denn sonst sozusagen passiert Folgendes. Da jetzt kommt wieder der vorteilbringende Irrtum. Der größte vorteilbringende Irrtum der Sozialsparten ist ja, alle Menschen, die geboren werden, sind Genies und alle Menschen sind Genies. Es gibt gar nicht, es ist, die leugnen, das sind quasi Naturwissenschaftsleugner, das sind Kreationisten, das sind Evolutionsbiologieleugner. Ja, das sind zwar vielleicht keine Flacherdler, das sind aber mindestens verkappte Kreationisten und Naturwissenschaftsleugner. Und die leugnen die Tatsache, dass unsere aller Urgroßmutter einen Halbliter Hubraum hatte, also ein Fiat 500 Motor hatte sozusagen im Kopf und entsprechend dumm war und dass wir in der Evolution sozusagen hier, ich zeige es nochmal hier, dass wir also vor 13,8 Millionen Jahren, hier vor 4 Millionen Jahren, alle so 500 Milliliter unsere Vorfahren hatten, unsere Urgroßmütter und Urgroßväter also einen halben Liter Motor hatten im Kopf und entsprechend dumm waren. Und dann ging das immer weiter hoch bis zu einem, manche Forscher behaupten, Maximum von 1500 Litern vor 0,04 Millionen Jahren, das sind 40.000 Jahre. Und mittlerweile sind wir schon degeneriert auf nur noch 13, also 1,35 Liter Hubraum, also 1350 Kubikzentimeter Hubraum und entsprechend dümmer geworden. Und vor uns steht, wenn wir so politisch so weitermachen wie bisher, also diesem vorteilbringenden Irrtum folgen, dass alle Menschen, alle Neugeborenen und alle Menschen Genies seien. Und also überhaupt nicht darauf achten, was für Menschen bei uns geboren werden, reinkommen und so weiter, dann, dass wir dadurch dann eben sozusagen, ja, hier sozusagen, indem wir zum Beispiel hier sehr viele Menschen haben, sinkt unser Gehirnvolumen weiter ab und wir werden und nähern uns dem Einliterhirn mit der entsprechenden Dummheit und dann werden wir mit der Dummheit
alles verlieren, was wir hatten. Wir werden bettelarm werden, wir werden in Massenarbeitslosigkeit landen, weil dumme Menschen nicht mehr konkurrenzfähig sind auf der Welt sozusagen. Und dann werden wir aussterben und dann werden wir wie das Römische Reich, wird Europa und Deutschland Geschichte sein. Denn Europa ist ja auf dem ganzen Trip hier, dass die Sozialsparten sozusagen längst mit ihren vorteilbringenden Irrtümern das Regiment übernommen haben und die gesamte Gesellschaft zerstören. Denn wir haben alles getan aufgrund dieser Sozialsparten, dass hier kaum noch Kinder geboren werden. Ja, also wir dadurch also ein ständiges Aussterben der Menschen mit großen Gehirnen, mit den, übrigens, ach so, ich habe vergessen zu sagen, dass wir hier in Deutschland im Moment ungefähr Menschen haben mit einem Gehirn, Erwachsene haben mit einem Gehirnvolumen von 1 Liter Gehirnvolumen und 2 Liter Gehirnvolumen, ja, und alles dazwischen sozusagen. Der Durchschnittswert soll bei ungefähr 1350 Millilitern im Moment liegen. Und ja, genau. Und das bedeutet also, dass damit, mit diesem vorteilbringenden Irrtum, dass ja alle Genies seien, alle gleich sind, ja, da haben wir die Grundidee der verfassungsfeindlichen Linken, alle Menschen sind gleich, ja, und Gleichheit über alles und nur Gleichheit und nichts sonst, kein einziges anderes Prinzip mehr. Mit diesem vorteilbringenden Irrtum werden es Sozialzünfte und Pharma- und Impf- und Testindustriezünfte zusammenschaffen, die Gesamteuropa total zu ruinieren. Ne? Da sind sie auf einem guten Kurs. Ne? Und am Ende bleiben nur noch Pharmaindustrie, Impfindustrie und Testindustrie und die Sozialsparten übrig. Und dann bricht die gesamte Volkswirtschaft zusammen und dann sterben auch die. Ne? Und dann verhungern auch die. Ne? Ja, denn so. Ja, also machen Sie sich also noch einmal klar, die Schweine, die naturnäheren Völker und sozusagen, die machen uns deutlich, wie richtige Überbevölkerungsabbau funktioniert. Grundgesetz, mein Bauch. Also wir erweitern den feministischen Spruch, mein Bauch, meine Neugeborenen gehören mir und ich entscheide, ob sie leben oder sterben. Ne? Vorteilbringende Irrtümer von Medizin und Sozialberuflern, ja? Verwahrlosen lassen, also die vorteilbringenden Irrtümer von Medizin und Sozialsparten führen im Effekt, ohne dass es beabsichtigt ist, führen aber das Repertoire der vorteilbringenden Irrtümer in den Köpfen dieser Sparten, führt am Ende zu einem verwahrlosen Lassen von einer ganzen Parallelgesellschaft sozusagen. Und darauf folgt dann eine Behandlungsbedürftigkeit, davon profitieren die Medizinsparten. Ja, und die können dann auch oft den frühen Tod nicht aufhalten, weil die Leute ja so verwahrlosen dann, dass sie eben nicht nur behandlungsbedürftig sind, sondern auch früh sterben, ja. Aber davon profitieren die Medizinsparten und es profitieren die sozialen, es entsteht eine riesige soziale Betreuungsbedürftigkeit und so sind vielleicht die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten, die letztendlich zu einer unsozialen, nicht wirklich linken Politik führen, die sozusagen, ja, die, sozusagen, ja, das ist dann sozusagen das ganze Ergebnis. Sie wissen, was ich meine, ne? Ich habe es oft genug gesagt.
Ja, also ich muss hier vielleicht jetzt nochmal ergänzen. Also null Arbeitslosigkeit. Ich ergänze jetzt hier für die zwei Zettel, die ich für das Wochenende behalte, die Verhandlungen mit der Partei, also die Parteiprogrammsgespräche mit der Partei Wir 2020 oder mit den Mitgliedern des entstehenden Landesverbandes der Partei Wir 2020, von dem ich auch hoffe, dass er dieser Landesverband den Bundesvorstand übernehmen wird, ne? Am 7.11. ist da, glaube ich, eine Wahl. Ja, also Arbeitslosigkeit. Null Arbeitslosigkeit, also Arbeitsamt stellt an. Ja, Arbeitsamt stellt an, bedeutet Realisierung von. Wir können dann wirklich dahin kommen, dass es in Deutschland keinen einzigen Arbeitslosen mehr gibt. Ja. Und das ist doch echte soziale Politik, ja? Ja, also, dann schaue ich noch mal, was ich sonst noch habe. Also, unser Sloganvorschlag, also wir, Partei Wir 2020, verbessern die Politik der Grünen, der SPD und der linken Teile von CDU, FDP. Vielleicht noch ein bisschen, habe ich ja vorhin gesagt, der leicht rechts von der Mitte CDU-Mitglied und FDP-Mitglieder, aber bitte keine Spur von der Linken, der Werteunion und der AfD. Punkt. Ja? Also das heißt, bitte nochmal abschließend meine Anregung an die Partei, wenn sie nicht sterben will, die Partei, muss sie alle Prominenz des Internetfernsehens um sich sammeln. Ja? Und darf nicht in den Krümeln suchen, sondern muss sich auf einen Minimalkonsens, müssen alle Promis mit am Strang ziehen und reden, damit die Partei nicht den Todesstoß bekommt. Darf sie nur reden mit den Leuten hier, CDU leicht rechts von der Mitte. CDU und FDP leicht rechts von der Mitte, hier ist Schluss. Mit diesen ganzen Gruppierungen, ja, alles, was weiter rechts ist als CDU leicht rechts von der Mitte und FDP leicht rechts von der Mitte, darf diese Partei leider nicht reden. Das ist in Deutschland verboten. Man wird nur noch totgeschlagen, wenn man das tut. Da kann ich nur davor warnen. Das geht so schnell. Das ist so schnell, geht so schnell. Dann ist eine Partei am absoluten Ende. Das geht innerhalb von Tagen. Ja? Deswegen nur sprechen mit CDU-Mitgliedern, maximal leicht rechts von der Mitte, FDP leicht rechts von der Mitte. Dann hier die generell alles, was aus dem Bereich stammt, bodenständige, vernünftige, realistische, evolutionsbiologische, naturwissenschaftliche Linke, wo wir uns dazu zählen dürfen. nextscientistforfuture.de vom Weltrat. Und dann kommt hier der Bereich der experimentellen Linken. Ja, und ich hoffe, dass die experimentelle Linke und dann kommt die verfassungsfeindliche Linke mit ihren verschwörungstheoretischen Aspekten, die bösen Reichen, die bösen Unternehmer, die bösen Ausbeuter, die bösen Mehrwertabschöpfer mit ihren Feindbildern. Da reicht sie sich dann die Hand mit den Rechtsradikalen sozusagen. Links- und Rechtsradikale sind unheimlich ähnlich. Die sagen auch, die bösen jüdischen Reichen und so weiter. Das ist der einzige Unterschied. Im Prinzip sind sie beides sozusagen Verschwörungstheoretiker. Und ich hoffe, dass uns die experimentelle Linke es nicht übel nimmt, dass wir halt der Meinung sind, denen es gelingt, sie sozusagen auch die Naturwissenschaft und die Evolutionsbiologie zu erlernen und dann auch in den Bereich sozusagen kommen, dass der Bereich sich ausweitet der bodenständigen, vernünftigen, realistischen, evolutionsbiologischen, naturwissenschaftlichen, echten Linken. Und dass sie sozusagen sich trennen von diesen pseudolinken Konzepten der Sozialsparten,
die die ganze experimentelle Linke durchseucht haben und die in Wirklichkeit zu einer Parallelgesellschaft der Totalverwahrlosung und der Ausgegrenztheit und des Abstellgleises geführt haben, an dem am Ende nur die Sozialsparten verdienen und die Medizinsparten verdienen, an diesen ganzen dann auch chronisch Kranken und Suchtkranken und so weiter und Depressiven und so weiter, ja. Die können dann, da kann die Pharmaindustrie verdienen, indem sie die mit Drogen auf Rezept versorgen und so weiter, ja. Also bitte unser Appell an die experimentelle Linke und die verfassungsfeindlichen Linken, bitte lernt dazu, schließt euch der, bewegt euch in die Gesamtabteilung, sozusagen die Überblicksabteilung. Bodenständige, realistische, vernünftige, evolutionsbiologische, naturwissenschaftliche Linke. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ja, hier nochmal unser Tagesbild. Ach so, das ist falsch. Unser Tagesbild hier. Ja, das war's doch schon wieder. Und dann, wie gesagt, wird es am Wochenende wieder heißen: Wissenschaftliche Tagesschau heute, Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform, moderiert und geleitet von dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020. Und da gilt es wieder, Reformen zu erläutern. Ja, ja. Und da werde ich auch vielleicht einiges von dem, was ich heute berichtet habe, versuchen einzubringen. Ja, das war es ja schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ist schon wieder ein bisschen länger geworden. Tschüssi, bis bald.